Beyoncé. Die Spielschau mit Jörg Dreger. Guten Abend. Dankeschön. Herzlich willkommen im Studio. Herzlich willkommen zu Hause. Der Applaus gilt auch Ihnen. Danke, dass Sie heute wieder dabei sind. Spannende 30 Minuten. Ich gehe aufs Ganze. So, ich hätte gerne, ja, Martina. Bitte stellen Sie sich vor, Sie seien auf dem Jahrmarkt. Sie kommen an der Losbude vorbei und die nette Losverkäuferin verkauft Ihnen ein Los für 2 Mark. Sie wollen es gerade öffnen, da sagt die nette Losverkäuferin, nehmen Sie doch bitte das andere. Jetzt werden Sie natürlich hellhörig und sagen, nee, ich will das. Sagt die nette Losverkäuferin, dann nehmen Sie doch 2 andere. Sagen Sie natürlich, nee, jetzt erst recht das. Nun sagt die Losverkäuferin, passen Sie auf, ich gebe Ihnen alles, was im Hut ist und 100 Mark drauf, wenn Sie dieses Los nicht nehmen. Und jetzt sagen Sie erst recht, behalten Sie alle Lose, die 100 Mark, ich nehme das Los. Und jetzt kommt die Preisfrage. Was war wohl in dem Los, das die Losverkäuferin auf keinen Fall hergeben wollte? Der Zong, richtig. Und das Spiel spielen wir jetzt gleich. Danke, Martina. So. Das war nur die Einstimmung. Und wir fangen mal vorsichtig an. Wo ist die Nummer 175, bitte? Die Nummer 175. Roswitha, herzlich willkommen. Roswitha, wägen Sie gut, was Sie antworten. Was ist Ihnen nach dem Zong das Liebste auf der Welt? Mein Mann. 100 Punkte. Ist er denn hier? Ja. Wollen wir ihn mitspielen lassen? Natürlich. Wo ist bitte der Ehemann von Roswitha? Willi. So, 4 Zongs gegen Willi. Willi, Sie gehen bitte hinter diesen Tisch. Ich gehe in die Mitte und die Roswitha schließt bitte auf. Und das sind die 4 Lose, um die wir spielen. Und Sie, pass auf, jetzt machen wir eines. Sie gehen bitte mal rüber, wir nehmen die Roswitha in die Mitte, damit Sie zusammen sind. Und ich sage Ihnen, was in den Losen drin ist. Da ist der Zong drin, da sind 2500 Mark drin, da sind 5000 Mark drin. Und da ist ein Los, da ist noch was drin, mit dem großen Fragezeichen. Und Sie nehmen jetzt bitte erstmal ein Los. Wie lange sind Sie verheiratet? Fast 18 Jahre. Das heißt, Sie haben wieder das Sagen. Das heißt, Roswitha, Sie sind so lieb, treffen bitte die erste Entscheidung. Rot ist die Liebe. Nehmen Sie es bitte zum Zeichen der Liebe in die Hand. Jetzt können Sie, Willi, wenn Sie sagen, mir ist das Risiko zu groß, wir steigen aus dem Spiel aus, sagen, das tun wir und ich gebe Ihnen das Welttheater mit. Aussteigen oder weiterspielen? Weiterspielen. Weiterspielen. So. Roswitha, Sie haben eine Entscheidung getroffen, der Willi hat eine Entscheidung getroffen, jetzt sind Sie wieder dran. Ich mache Ihnen jetzt das Welttheater auf und dann können Sie nochmal sagen, wir steigen aus oder wir spielen weiter. Bitte auf. Mit diesem Mountainbikes Trek 8000 SRX wären Sie die Profirenner auf jedem Terrain gewesen. Das hochwertig verarbeitete Modell von ProBike ist trotz seiner enormen Stabilität ein absolutes Leichtgewicht. Diese außergewöhnlichen Geländeräder, natürlich mit Shimano-Gangschaltung und inklusive Helm, sind leider an Ihnen vorbeigebraust. Der Gesamtwert 5480 D-Mark. So, Roswitha, weitermachen oder aussteigen? Weitermachen. Also, keine Frage, wir machen weiter. Pass auf, wir haben natürlich jetzt genau das Los erwischt, was der Losverkäufer auf jeden Fall zurückhaben will. Ich biete Ihnen ein anderes Los, wenn Sie mir das wiedergeben. Nein, ich halte das. Willi, ich biete Ihnen 2 andere Lose Ihrer Wahl, wenn Sie mir das Rote geben. Nein, ich halte das Rote. Also passen Sie auf, wir wollen jetzt nicht kleinlich wie Adam Riese sein, aber so über den Daumen gerechnet, wenn Sie 2 nehmen, ist Ihre Chance auch doppelt groß. Aber auch der Zong ist noch drin. Ja, aber der ist ja, haben wir gesagt, der ist ja nur einmal drin. Also passen Sie auf, wenn Sie 2 haben, laufen Sie das Risiko, dass Sie einen Zong haben, aber Sie haben auf jeden Fall einen Preis. Wenn das der Zong ist, kommt nichts mehr dazu. Das ist ein Argument, ne? Das ist wirklich ein Argument, ja. Willi, da ist was dran, ne? Ja, da ist was dran, das stimmt schon. Was machen wir? Wir nehmen Rot und Grün.
Ah, wir... Rot und Grün nehmen wir. Nee, ich will ja das wieder haben. Das ist ja das Problem, ne? Und, denn, und Sie denn dafür zwei andere? Nimm Blau und Grün. Ja. Welche? Nehmen das Rote weg und nehmen Blau und Grün. Blau und Grün, das Rote für mich. Und Sie nehmen Blau und Sie nehmen Grün. So. Pass auf, jetzt haben wir das Silberne, ne? Das war noch gar nicht im Spiel. Jetzt machen wir Folgendes. Sie bekommen das Silberne und geben mir entweder das Grüne oder das Blaue wieder. Nein, halten wir. Pass auf, ich mach mal was Schönes. Pass auf, ich mach mal was Schönes. Ich mach mal das Rote auf. Ich mach mal das Rote auf. Das Sie hatten, aber nicht mehr haben. 500, 1500, das sind die 2500. Die sind weg. Das heißt, wir haben noch im Spiel die 5000, das große Fragezeichen und den Song. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie geben mir Blau oder Grün, kriegen Sie von mir Silber. Das heißt, nee, das Angebot habe ich schon gemacht. Jetzt werde ich auch, pass auf, jetzt machen wir eins. Ich will beide wieder haben und Sie kriegen Silber. Nein. Nein. Also, wenn ich Ihnen schon Silber jetzt noch anbiete und sage, ich will zwei, dann muss ja hier was drin sein. Ist ja logisch, ne? Ja, kann auch der Song drin sein. Nicht schlimm. Also, pass auf, was Sie jetzt sagen, gilt. Beide nacheinander. Erst die Roswitha. Die beiden gegen Silber, ja oder nein? Nein. 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 Nein, pass auf, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich mache auf, was Sie haben. Das Blaue. Nee, erst das Grüne. Erst das Grüne. Ja, weil das müssen wir der Reihenfolge nachmachen. Das ist der Song. So, jetzt mache ich Ihnen das Blaue auf, das Sie haben. Und das sind 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Roswitha, 5000 Mark. Passen Sie auf. Passen Sie auf. Das ist ja das Schöne an einer Werbesendung. Viele Preise sind gesponsert, das heißt, die tun unserer Produktion nicht so weh. Das Bargeld müssen wir selbst auf den Tisch legen. Wenn Sie mir jetzt die 5000 wiedergeben, kriegen Sie das Silberne. Nein. Nein. Da ist kein Song drin. Ist mir klar. Nein, wir bleiben. Sie bleiben dabei. Bei den 5000 Mark und Sie nehmen nicht das Tor 3. Bitte auf. Das Glück liegt auf der Straße und Sie hätten nur einsteigen müssen in diesen Nissan Micra. Seine funktionale Form und das elegante Design mit Mineraleffektlackierung machen das kompakte Automobil zu einem Traumwagen. Und auch in puncto Ausstattung macht der Micra eine gute Figur. Intelligentes Motormanagement, Fünfganggetriebe und Drei-Wege-Cut bürgen für ökonomisches und umweltbewusstes Fahren. Und die geschmackvolle Innenraumgestaltung und die asymmetrisch geteilte umklappbare Rückbank eröffnen eine völlig neue, komfortable Dimension. Dieses klasse Auto hätte Ihnen gehören können. Der Wert 19.360 D-Mark. Roswitha und Willi. Roswitha, Sie haben aber, Sie erinnern sich an den Anfang des Spiels, in der Reihenfolge die drei liebsten Dinge auf der Welt, die es gibt. Den Willi, den Zong und 5000 Mark. Danke Ihnen beiden fürs Mitspielen. Dankeschön. So, zum nächsten Spiel. Ja, ich gehe mal gleich hier hin. Danke, Renate. So, und hiermit ermitteln wir die nächsten Kandidaten. Zwei brauche ich. Welche Farbe soll ich ziehen? Pink. Pink. Einmal, hoppsala, einmal pink. Und welche Farbe noch bitte? Grün. Und einmal grün. So, und jetzt schauen wir nach. Das sind meine beiden, in der Probe hat das noch geklappt. Einmal die 12. Einmal die 12 und einmal, hoppsala, die 3. Die 3 und die 12 sind meine nächsten Kandidaten. Ja. So. Danke, Renate. Die beiden nehmen wir auch mit. Dankeschön. Guido, komm bitte hierhin und Doris auf die Seite. Folgendes Spiel. Sie ziehen jetzt jeweils, ich schließe hier nochmal zu, wieder eine Kugel und die höchste Zahl gewinnt und wir spielen um Tor 2. Und das machen wir bitte auf. Das ist Ihr neues Kofferset Columbo im edlen Design von Remova. Da bricht doch schon beim Hinsehen das Reisefieber aus. Mit Rollenkoffer, Handkoffer und Boardcase gehören Ihnen drei traumhaft schöne Gepäckstücke. Und diese absolute Profikamera macht Ihre Reiseausrüstung komplett.
Mit der Leica gelingt Ihnen jedes Urlaubsfoto und das 50mm Objektiv sorgt für kalenderreife Aufnahmen. Der Gesamtwert 6.227 D-Mark. So, die höchste Zahl gewinnt. Doris, upsala. Sie ziehen bitte eine Kugel. Und Sie bitte auch, Guido. Danke. Und ich darf Ihre schon mal aufmachen. Das ist die 21. Die 21. Und Guido, darf ich Ihre haben? Und die 4. Guido, leider nein. Sie müssen sich der Doris geschlagen geben. Die bleibt im Spiel, aber Sie bekommen das Schönste, das es gibt. Den Song. Guido, es war ein schönes Zwischenspiel. Danke fürs Mitspielen. Doris, kommen Sie bitte auf die Seite. Wir machen jetzt Folgendes, Doris. Sie spielen das gleiche Spiel noch einmal. Kommen Sie ein bisschen näher gegen mich. Und es geht diesmal um folgenden Preis. Und dann entscheiden Sie sich erst, ob Sie weiterspielen wollen. Wenn Sie gegen mich gewinnen, bekommen Sie beide Preise. Wenn Sie gegen mich verlieren, bekommen Sie den Song wie der Guido. Tor 1, bitte auf. Sie erkunden die Westküste Amerikas. Zu zweit fliegen Sie zunächst nach Los Angeles und verbringen einen Tag in Walt Disneys Traumwelt. Von dort aus starten Sie in einem klimatisierten Luxusbus zu einer 15-tägigen Abenteuerreise durch den amerikanischen Westen. Tauchen Sie ein in die Sonora-Wüste mit Ihren baumgroßen Kakteen. Erleben Sie einen atemberaubenden Rundflug durch den Grand Canyon und einen Besuch im Nevada-Indianerreservat. Lassen Sie sich faszinieren vom Spielerparadies Las Vegas und der Traumstadt San Francisco. Und Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen in Hollywood. Ein Wahnsinnsurlaub von Feria im Wert von 11.020 D-Mark. Doris. So, spielen Sie weiter? Ich spiele weiter. Sie spielt weiter. So, passen Sie auf. Ich meine, es ist eh ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich mir alle Kugeln, alle Farben merke. Aber um ganz koscher zu sein, ziehen Sie bitte beide Kugeln. Sagen mir nur, welches meine sein soll, bevor ich sie öffne. Doris einmal. Ihre oder meine? Meine. Meine. Stellen Sie sich schon mal hin. Und noch eine für mich, bitte. Welche soll ich zuerst aufmachen? Ihre oder meine? Meine. Ah, Doris, 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 Doris. Ah. Oh, die 2. Oh, Doris. Doris. Die 7. Die 7. Doris, leider nein. Beides weg. Wie der Guido, den sympathischen Song. Ein Glücksspiel. Danke fürs Mitspielen. Doris, viel Spaß am Song und wir sehen uns gleich. Bis dann. Wir von Alpia, wir stecken ja lieber jede Mark in die Schokolade und keine Mark in die Werbung. Und jetzt haben wir festgestellt, das Teuerste an der Werbung ist immer die Sendezeit. Tschüss! Herzlich willkommen zur nächsten Spielerunde. Kommen Sie einfach mit zu meiner nächsten Kandidatin. Erika, haben Sie Lust zu spielen? Ja. Dann kommen Sie bitte mit, Erika. Erika, an meine linke Seite mit einem Blick auf Las Vegas. Schauen Sie sich das an. Haben Sie Lust zu spielen? Ja. Geh mal. Gehen wir vor, Erika. Gleich an den ersten Banditen. Sie gehen bitte ran an den Hebel und drücken ihn einfach kräftig runter. Und kommen bitte wieder zu mir. So. Erika, 1000 Mark. Erika, die Sie behalten können, die Sie aber auch setzen können. Und dann spielen Sie eine Stufe höher an dem Banditen. Behalten oder weitersetzen? Weitersetzen. Weitersetzen. Die 1000 Mark sind weg. Und Sie gehen bitte daran. Denken Sie daran, es ist auch ein Song dabei. So, passen Sie auf. Da war der Song und da ist die Piratenkiste. Erika, ich mache sie Ihnen auf. Und dann entscheiden Sie, ob Sie mit der Piratenkiste nach Hause gehen wollen oder an dem Apparat spielen wollen. Einverstanden? Ja, einverstanden. Okay, dann bitte die Piratenkiste auf. Erika, mit ihrer neuen Denon HiFi-Anlage erleben Sie immer einen tollen Sound. Lifestyle System heißt diese klasse Anlage im zeitlos schönen Design. CD-Player, Kassettendeck, Tuner und Verstärker haben eine Power, die Sie aus dem Sessel abheben lässt. Der Wert 2.798 D-Mark. Erika, behalten oder setzen? Schwer. Ich setze weiter. Also gut, wir gehen hier rüber. Erika, und jetzt sagen wir toi, 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 denn hier lauert ein Wahnsinnsgeheimnis außer dem Song. Bitte ran. Bitte ran.
Hey! Pass auf. Ja. Wunder. Da ist der Song drin, ne? Pass auf. Nein. Nein. Ich Song vorbei. Erika, überhaupt kein Thema. Wäre es jetzt der Song gewesen, hätten wir abgebrochen. Es ist nicht der Song, lassen wir es gelten. Mit der Power sind unsere Kandidatinnen ausgerüstet. Und es ist die Kiste mit den Fragezeichen, die wir bitte aufmachen. Und es ist ein Hinweis auf das Tor 3. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, wir machen eine Pause, reparieren und ich mach's nochmal, oder Sie sagen, ich bleibe bei Tor 3. Ich bleib bei Tor 3. Wir bleiben gut bedient, denn hier drin, ich wollte es Ihnen nur nicht sagen, wenn Sie unnötig nervös geworden, sind zwei Songs auf. Ja. Noch mehr abbrechen kann ich ja nicht. Wunderbar. Ja. Dann machen wir bitte für die Erika jetzt das Tor 3 auf. Erika, das ist Ihr Lada Samara Hanseat. Der robuste Dreitürer im unverwechselbaren Design und mit Metallic-Lackierung wird mit seinen sportstarken 53 PS zum schicken City-Flitzer. Überraschend ist der enorme Raumkomfort des kompakten Automobils. Und auch die geschmackvolle, bis ins Detail durchdachte Innenausstattung wird Sie begeistern. Ein pfiffiges Auto dieser Lada Samara Hanseat. Der Wert 13.335 D-Mark. Ihr Auto. Erika, ich darf das sagen, Ihr Mann ist bestimmt nicht böse, aber gerade sagte Erika, sonst darf ich nur ab und zu den Wagen meines Mannes fahren. Und nun haben Sie ein eigenes. Erika, viel Spaß und vor allen Dingen gute und sichere Fahrt mit dem neuen Auto. So, jetzt möchte ich gerne mit der Petra spielen. Mit der Petra und mit dem Erich. So. Herzlich willkommen, Erich. Herzlich willkommen, Petra. Wir gehen bitte, Erich, gehen Sie vor. Ich darf mich dann, Petra, einfach dazwischen mogeln. Dankeschön. Und wir haben vier Spielkarten. Vier Spielkarten und Sie ziehen jetzt bitte abwechselnd eine. Eine nimmt die Petra, eine nimmt der Erich. Der Erich nimmt jetzt noch eine und noch eine nimmt die Petra. Und jetzt halten Sie so, dass der eine beim anderen nicht einsehen kann, so wie man Karten spielt. Einfach richtig schön reingucken. Ja. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt ziehen Sie bitte eine Karte bei Erich. Wir legen die hin. Danke. Und Sie ziehen jetzt bitte eine bei Petra. Jetzt haben wir schön gemischt. Sie nehmen die Karten bitte auf. Und jetzt legt jeder bitte eine Karte ab, die nicht mehr im Spiel ist. Sie entscheiden sich jetzt bitte, ich darf Ihnen vielleicht zu Hause mal zeigen, was da drauf ist. Und ich darf Ihnen mal eine zeigen vom Erich, was da drauf ist. Und eine legen Sie jetzt bitte ab, die nicht mehr im Spiel ist. Erich, eine auf den Tisch legen. Nicht schlecht. Und die, ich zeige Ihnen zu Hause mal schnell, was die beiden abgelegt haben. Und das machen wir jetzt auf. Wir machen bitte den Koffer auf. In Bad Homburg hätte man Sie erwartet zu einem Spielerwochenende vom Feinsten. Sie hätten zu zweit zwei Tage in der Luxussuite im 5-Sterne-Hotel Steigenberger Bad Homburg gewohnt, inklusive eines reichhaltigen Frühstücksbuffets. Und auch die Nächte wären aufregend gewesen. Im Casino, beim Galadinner und in der Spielbank bei Blackjack oder Roulette. Dieser Preis kommt nun in die Schatzkammer. Inklusive Anfahrt und 250 D-Mark in Jetons hatte dieser Erlebniswochenende einen Wert von 2000 D-Mark. So, der ist weg. Und nun machen wir bitte den Tresor auf. Sie wären ein Jahresabonnent des brandneuen Tennisjournals Tennis für alle gewesen. Und außerdem ist Ihnen ein Fitnessurlaub vom Feinsten entgangen. Zu zweit wären Sie nach Fis in Tirol gefahren und hätten eine kombinierte Tennis- und Skireise erlebt. In 1430 Metern Höhe hätten Sie sich auf einem Sonnenplateau mit 70 Kilometer Skipiste tummeln können. Und Fitness wäre auch in einem Tenniskurs angesagt gewesen. Schade um diese Erlebniswoche und die beiden Abonnements, die jetzt in die Schatzkammer kommen, im Wert von 3060 D-Mark. So, darf ich, Petra? Das ist das Tor 2. Und das ist das Tor 1. Wollen Sie untereinander noch Tor 1 gegen Tor 2 tauschen? Nein, ich bleib dabei. Würden Sie tauschen wollen? Nein, ich bleib auch dabei. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich kaufe Ihnen Tor 2 für 1000 Mark ab und Ihnen Tor 1 für 200. Nein. Tor 1 bleibe ich bei. 1200. Immer noch Tor 1. 1400. Bleib bei Tor 1. Mein letztes Gebot, 1600. Tor 1 bleibe ich. 1600, wenn Sie mir Tor 2 geben. Nein.
2000 Mark. Nein. 2000 Mark. Nein. 2500. Nein. 2500. Nein. 3000. Nein. 3000. Ich bleibe bei meinem Tor. Sie können doch nicht in allen Ernstes annehmen, dass wir in beiden Toren was Tolles haben. Nee, im Gelben. Ach, im Gelben haben wir es. Und Sie sagen im Roten. In Rot. Okay, ich bleibe bei meinem Geld. Und wir machen das Tor 1 bitte für den Erich auf. Erich, schade um das schöne Geld. Sie bleiben bitte noch bei uns, Erich. Und nun machen wir das Tor 2 für die Petra auf. Petra, da steht sie, Ihre Honda Dominator für die Fahrt in neue Sphären. Schwingen Sie sich auf diesen tollen Feuerstuhl und brausen Sie los. Diese meisterhafte Straßenmaschine lässt Sie mit 45 PS, 5 Gängen und ihrer perfekten Dynamik auf jeder Piste zum absoluten Profirenner werden. Na dann, gute Fahrt. Der Wert 7.990 D-Mark. Petra. Erich. Hätten Sie für den Fall der Fälle einen Führerschein fürs Motorrad gehabt? Ja. Haben Sie einen Motorradführerschein? Ja. Traumhaft. Also nicht straßenfrei, sondern gleich Volldampf. Wir sehen uns gleich im Big Deal. Sat 1 zum Zuhören. Sat 1 presents TV's Greatest Hits 3. Nach dem großen Erfolg von TV's Greatest Hits 1 und 2 präsentiert Sat 1 jetzt TV's Greatest Hits 3. Für Sammler und Serienfans und alle, die ihre Lieblingsserie auf den ersten beiden Ausgaben vermisst haben. TV's Greatest Hits 3. Die Musik der Klassiker und der Sound der Serienhits. Auf LP, CD und Musikkassette. Sat 1 Presents TV's Greatest Hits 3. Ab sofort im Schallplattenhandel. Herzlich willkommen zum Big Deal und zum Super Deal von heute. Erika, die sich so über die drei Banditen und dann über das Auto gefreut hat. Fahren oder setzen? Ich behalte es. Gut, ach, klar. Brauchen ja lieber das Auto von ihrem Mann, Erika. Gute Fahrt, das Motorrad, Petra. Ich fahre. Gute, sichere Fahrt mit dem Motorrad. Die 5000 setzen oder behalten? Behalten. Behalten. Darf ich dazwischen? Ja, keiner will meine Tore heute haben. Na, schauen wir mal. Machen wir doch mal Folgendes, Erika, welches Tor hätten Sie genommen, wenn? Rot ist die Liebe. Oh, Petra. Ich hätte wieder gelb genommen. Gelb. Auch gelb. Auch gelb. Also einmal die 1, einmal die 2. Dann machen wir bitte die 2 auf. Viel Spaß an den 5000 Mark. Und jetzt das Tor 3, das niemand genommen hätte. Bitte auf. Das ist die wunderbare Schatzkammer und sie hatte einen Gesamtwert von 11.287 D-Mark. Und die Erika hätte das Tor 1 gehabt. Bitte auf. Erika, das wäre das Geld gewesen und das, wenn Sie weitergegangen wären, der Superdeal von heute. Bitte noch einmal das Tor 1 auf. Mit dem Nissan Terrano hätten Sie grenzenlose Fahrfaszination erlebt. Der unkonventionelle Offroad-Kombi ist komfortable Limousine und echter Geländewagen in einem. Klar und harmonischem Styling und mit Mineraleffektlackierung macht dieses Traumauto eine fabelhafte Figur. Der bullige Turbodieselmotor und starke 148 PS verleihen dem Terrano dynamische Leistung. Und außerdem hätten Sie die tolle Innenausstattung, großzügiges Raumgefühl, Servolenkung und die überlegene Sicht aus der erhöhten Sitzposition genießen können. Der Wert? 42.950 D-Mark. Leider nein, aber ich denke, wir können alle, wie wir hier sitzen, zufrieden sein. Ich darf Ihnen im Studio recht herzlichen Dank sagen, dass Sie heute dabei waren. Ihnen zu Hause einen schönen Abend noch und nicht vergessen, wir sehen uns wieder. Bis dann.